Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Und ihr seht schon, wir sind hier in unserem neuen Löwengehege und ich möchte heute den Bereich hier so ein bisschen gestalten, ein paar Läden machen, ein paar Gebäude erstellen, so ein bisschen hier noch was bauen hinten, so wo man nach oben gehen kann und gucken kann, das ist jetzt hier auch noch alles zu niedrig und so. Und das Ganze soll so ein bisschen, ja, afrikanisch aussehen. Ich will so ein bisschen Afrika-Deko machen, vielleicht machen wir noch so ein Eingangsschild oder so in den Afrika-Bereich. Da bin ich mir noch gar nicht ganz sicher. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch nochmal eben was zeigen. Und zwar befinden wir uns jetzt hier in dem Tutorial-Szenario. Und warum ich hier bin, das liegt einfach daran, weil es hier richtig coole Afrika-Deko-Elemente gibt. Hier schon mal das erste, afrikanische Säule. Und es gibt hier richtig viel, weil hier ist ein richtig cooler Afrika-Bereich. Also hier gibt es auch so einen coolen Eingangsbereich oder Eingang in den Afrika-Bereich. Sieht sehr, sehr nice aus. So würde ich das auch gerne gestalten in dem Stil. Aber es gibt da ein Problem. Also hier sind auch noch die Geschäfte so afrikanisch gestaltet. Hier gibt es ganz viele Gebäude, die afrikanisch aussehen. Guckt euch das an, das ist echt cool. Also hier gibt es richtig, richtig coole Deko-Elemente. Blumentöpfe, solche Statuen. Also es gibt hier richtig, richtig viel. Allerdings ist das Problem, dass das Ganze, hier so ein Elefantenkopf, dass das Ganze noch nicht freigeschaltet ist im, ja, im Franchise-Modus. Und das kann man auch nicht erforschen, leider. Also können wir diese ganzen Sachen nicht benutzen. Ich hatte natürlich die glorreiche Idee, mir hier so Sachen zu schnappen. Ich nehme jetzt hier beispielsweise diese beiden Statuen und das Ganze als Bauplan zu speichern. Und ihr seht schon, das habe ich hier schon überall gemacht. Ich habe alles abgespeichert. Afrika-Zaun, Afrika-Haus, Afrika-Tor und sowas. Damit ich mir die Sachen rüber kopieren kann und dann ja einfach die Sachen alle benutzen könnte. Aber das funktioniert leider nicht. Ich kann die leider im Franchise-Modus nicht laden. Und es gibt halt wirklich bei dem Spiel, also jetzt bei der Beta, noch nicht so viele coole Afrika-Deko-Elemente. Das heißt, wir können das auf jeden Fall nicht so schön bauen, wie es jetzt hier in diesem, ja, Szenario ist. Aber ich denke mal, wir werden das Beste draus machen. Ich wollte es euch nur einmal zeigen und eben sagen, dass das leider nicht funktioniert. Aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt an die Arbeit und ja, versuchen mal, was wir hinbekommen. Und damit geht's hier über in den Speedbuild-Modus. Wir bauen wieder fleißig als allererstes einen kleinen Infostand für unseren Afrika-Bereich. Habe ich relativ simpel eigentlich gemacht. Ich habe ein Viereck gebaut mit einem Infostand drinnen natürlich. Und dann habe ich mir einfach von dem afrikanischen Unterschlupf, den es als fertigen Bauplan schon gab, das Dach und die Stützpfeiler und Balken und sowas kopiert. Und die habe ich dann einfach auf unseren Laden kopiert. Ich weiß, ich habe es mir sehr, sehr einfach gemacht. Aber tatsächlich hatte ich gar keine andere Wahl, weil ich wollte gerne ein Strohdach machen. Und das Strohdach und diese Stützpfeiler und sowas, die konnte man im Franchise-Modus so nicht auswählen. Die konnte man nur darüber erreichen oder bekommen, indem man sich ja, so einen Bauplan platziert hat und das Ganze kopiert hat. Und ob ich jetzt das Dach komplett nochmal neu bei mir selber drauf anordne oder baue oder das kopiere, da dachte ich mir so, ja, macht keinen Unterschied, das passt schon. Und ja, genau deshalb fand ich das eigentlich nicht schlimm. Euch ist vielleicht aufgefallen, beim Kopieren habe ich einen Balken tatsächlich vergessen zu kopieren. Aber keine Sorge, Leute, ich bemerke das noch und korrigiere das noch. Also das habe ich nicht vergessen oder sowas. Hab mir dann einmal alle Wände, die man farblich anpassen kann, zusammen in eine Gruppe gefasst und dann kann man ganz einfach mit einem Klick die Farbe von allen Wänden gleichzeitig ändern. Hab da versucht, so einen rötlich-braunen Lehmton hinzubekommen. Wie man gleich im Hintergrund sieht, bei dem Unterschlupf, so einen Ton wollte ich eigentlich gerne haben, aber habe ich nicht ganz geschafft. Aber ich ändere den Ton nachher nochmal, dass er ein bisschen mehr in diese Richtung geht. Hab dann nochmal so ein Vordach hinkopiert von dem Unterschlupf. Und nochmal ein schönes Infoschild oben in die Mitte, damit die Leute auch wissen, dass es ein Infostand ist. Und dann war das ganze Ding eigentlich schon soweit fertig. Ich muss dazu nochmal sagen, dass ich es bei Schildern echt doof finde, dass man da nicht die Größe anpassen kann. Also das ist teilweise zum Beispiel bei Toilettenschildern und so echt ein bisschen doof, weil dann da so ein riesiges Toilettenschild ist. Und das wäre echt cool, wenn man in der Vollversion später die Schilder von der Größe noch anpassen kann, dass die mal größer sind, mal kleiner und sowas. Das wäre schon echt nice. Das wäre eigentlich cool, wenn es bei jedem Gegenstand gehen würde, wenn man da die Größe anpassen könnte. Aber bei Schildern würde es mir schon mal erstmal reichen. Mal gucken, wie es dann später sein wird. Bin ich sehr gespannt. Bei dem Platz in der Mitte, der hier zwischen den beiden Wegen entstanden ist, da habe ich mir erstmal so Afrika-Blumen geschnappt und habe die einmal ringsum wie so eine Hecke drumherum platziert, weil ich war mir komplett noch nicht sicher, was ich dahin machen wollte. Aber ich habe erstmal, wie gesagt, diese Blumen platziert, ob die da später nun bleiben oder nicht. Das sei mal dahingestellt, das schauen wir dann, wenn es soweit ist.
dann habe ich mich daran gemacht, einen Eingangsbereich in unseren Afrika-Bereich zu formen. Das Ganze habe ich mit Baumstämmen gemacht. Damit habe ich erstmal so einen, ja, quasi Torbogen gemacht. Einfach links einen Baumstamm, rechts einen Baumstamm und in der Mitte einen oben drüber. Da soll dann später noch ein schöner Text drauf kommen, aber das werdet ihr gleich noch sehen. Und genau, hier erstellen wir jetzt den Text. Willkommen. Ja, dauert hier alles ein bisschen, die Platzierung muss ja richtig sein. Willkommen in Afrika. Yay. Genau, das ist der Text. Der soll dann später oben auf den Baumstamm kommen. Dann habe ich nochmal die Farben von dem Text so ein bisschen angepasst. Habe da einmal so einen Grünton gewählt, einen Orangeton. Und das Willkommen habe ich auch in nochmal einem etwas dunkleren Orangeton gemacht. Fand ich eigentlich ganz cool dann die Farbe. Ich habe mich dann aber nochmal letztendlich dazu entschieden, die Balken oder das Holz oben nochmal auszutauschen gegen diese anderen Baumstämme, die so ein bisschen, ja, mehr used aussehen, sag ich mal. Also so ein bisschen, ja, ausgefranster und nicht so glatt und gerade geschnitten. Fand ich für so einen Afrika-Bereich irgendwie passender, weil in Afrika ist ja eigentlich auch nicht immer alles gerade, glatt und ja, perfekt. Deswegen fand ich das eigentlich ein bisschen passender, wenn die Baumstämme auch so ein bisschen, ja, mehr Huggel haben, mal so eine Wurzel, dann da so ein bisschen ausgefranst sind. Fand ich einfach ein bisschen schöner. Hab dann nochmal jeden einzelnen Buchstaben so ein bisschen an den Baumstamm im Hintergrund angepasst, damit es auch so aussieht, als wenn die Buchstaben wirklich an dem Baumstamm befestigt sind. Als nächstes habe ich mir dann so ein paar Klippen geschnappt und ein paar Pflanzen, die kommen gleich noch, und habe dann so ein bisschen eine Mauer bzw. so am Rand die so ein bisschen entlang gemacht, weil ich wollte wirklich, dass es so wirkt, als wenn man in einen neuen Bereich kommt, der abgeschirmt ist von dem anderen Bereich, der, von dem man zuvor kommt. Deswegen habe ich mit den Klippen so ein bisschen eine Mauer gebildet und ja, fand ich ganz schön. Dann habe ich das Ganze nochmal so ein bisschen mittiger platziert und von der Höhe angepasst und von der, ja, Drehung her, dass es auch wirklich schön aussieht, wenn man von dieser Brücke in den Afrika-Bereich kommt. Dann habe ich das Ganze nochmal mit ein paar Pflanzen und Bäumen versteckt und so ein bisschen dekoriert. Und dann war der Eingang in den Afrika-Bereich eigentlich schon fertig. Und dann habe ich mich als nächstes nochmal an ein neues Ladendesign gesetzt, weil mir das erste von dem Infostand einfach nicht so gut gefallen hat. Und das war ja nicht wirklich was Eigenes, weil das ja quasi nur kopiert war von dem, ja, Unterstand da. Und ja, ich habe mich dafür so eine etwas kleinere Form entschieden, habe das links so ein bisschen überstehend gemacht, damit das nicht ganz einfach nur so ein Viereck ist, sondern so ein Rechteck halt. Die Farbe habe ich diesmal auch viel, viel besser hinbekommen, wie ihr seht. Also es sieht viel mehr wie so ein Lehmfarben aus. Und ja, ich habe das Ganze dann mit so einem dunklen Holz so ein bisschen verziert. Ihr seht ja schon, unten so ein bisschen, ja, kann man schwer beschreiben, aber ihr seht ja, was passiert hier. Also ich habe unten so ein bisschen so ein schönes Muster mit so einem Holzrand gemacht. Habe dann an die Ecken jeweils einen Baumstamm als Balken gemacht. Das fand ich ganz cool.
Dann habe ich auch hier nochmal eine kleine Deko-Zierleiste so hinter dem Holz, so hinter der Holzleiste so ein bisschen versteckt, dass das Ganze nicht ganz so trist aussieht und so langweilig. Fand ich eigentlich ganz schön. Und dann habe ich angefangen, mit Holzbalken mir mal das erste Mal ein eigenes Dach zusammenzubauen. Habe ich vorher noch nie gemacht, sowas. Habe das Ganze halt immer so ein bisschen kopiert, dann geht das relativ fix, wie ihr seht. Also es ist gar nicht so schwierig, dass dann sozusagen ein Dach, was aus sehr vielen einzelnen Balken besteht. Wenn man später das Ganze dann noch ein bisschen detailreicher gestalten will, kann man sogar die Holzbalken alle so ein bisschen versetzt und sowas machen. Dann sieht das alles noch wieder so ein bisschen mehr, ja, nicht so perfekt aus, halt so afrikanisch, sage ich mal, ne? Also ihr wisst, denke ich mal, was ich damit meine. In Afrika ist halt nicht alles so synchron und gerade immer. Da schustern die es halt so zusammen, wie es gerade passt. Und ja, man hätte dann sozusagen die Holzbalken alle noch so ein bisschen versetzt machen können. Dann hätte das noch so ein bisschen mehr in diese Optik gepasst. Aber da das nur eine Beta ist und später wieder alles verloren ist oder verloren geht, ja, war mir das jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, das Häuschen steht und gefällt mir soweit. Und ihr seht schon, dadurch, dass ich das Haus oder das Dach wirklich selber aus Einzelteilen zusammengeschustert habe, sieht es wirklich komplett anders aus, als wenn man so ein fertiges Dach nimmt. Es ist auf der Rückseite schräger und viel kürzer, die Holzbalken jetzt hier zum Beispiel. Als nächstes habe ich dann noch so einen schönen, ja, Sonnenschirm für die Mitarbeiter zum Sonnenschutz befestigt. Und dann habe ich nochmal so ein paar Querbalken zur Zierde einmal rund um das Haus gezogen. Ich musste dann leider die Lücke da oben beim Dach selber schließen, weil es dafür natürlich kein fertiges Teil in der passenden Größe gab. Aber das geht eigentlich relativ gut, weil man wirklich diese Fertigform hat, mit dem man eigentlich jede Form zusammenschustern kann, die man gerade braucht. Und dann kann man sie im Endeffekt auch schön farblich anpassen. Das ist ziemlich cool. Also ihr seht jetzt schon, ich kann die Lücke perfekt schließen, kann das Ganze zu einer Gruppe zusammenfassen und kann es dann in die Farbe färben, in der ich es gerne hätte. Dann habe ich mir nochmal so einen Holzbalken geschnappt und kopiert auf das Dach an der Stelle, wo die beiden Balken sozusagen aufeinandertreffen, damit man da so ein bisschen glatteren und schöneren Übergang hat. Dann habe ich mir nochmal so einen Zaun hier geschnappt und einfach gedreht. Den habe ich einfach als kleine Zierleiste verwendet sozusagen. In dem gleichen Grünton, den wir unten schon mal bei der Deko-Leiste verwendet hatten. Ich finde das immer ganz schön, wenn man nochmal Farben irgendwo anders widerspiegelt an einer anderen Stelle. Das finde ich immer optisch ziemlich ansprechend dann. Ist wirklich nur so ein ganz kleines Detail, aber fand ich jetzt sozusagen nicht schlecht. Habe ich auf beide Seiten einmal gemacht, dann hat man da auch nochmal einen etwas schöneren Übergang. Und damit war unser kleiner, aber feiner Laden fertig und bereit platziert zu werden. Habe ich einfach an den Eingangsbereich platziert und daneben einfach nochmal einen weiteren Laden oder den gleichen Laden nochmal platziert, mit einem anderen Geschäft drin. Ich konnte das leider nicht alles auf einmal rüber kopieren, deswegen seht ihr schon, musste ich das alles so ein bisschen einzeln machen, aber das war jetzt an sich auch kein Problem. Den Style und das Design von unserem Laden oder Geschäft fand ich eigentlich ganz cool, aber damit wir so ein bisschen Variation und Abwechslung von der Form her haben, habe ich nochmal den gleichen Laden in einer etwas anderen Form gebaut, aber ich denke mal, dazu brauche ich jetzt nicht mehr viel kommentieren. Ich würde sagen, ich spule das Ganze einfach in richtig schöner, saftiger Geschwindigkeit durch für euch, damit es nicht so lange dauert. Und ja, seht selbst.
Und damit war nochmal eine andere Version von unserem Ladendesign fertig. Mit zwei weiteren Geschäften. Finde ich immer ganz schön, wenn das im gleichen Design gehalten ist, aber das Gebäude trotzdem irgendwie eine andere Dachform hat oder eine andere Breite und Größe und sowas. Ist natürlich immer ein bisschen Arbeit, aber man kann trotzdem relativ viel copy-pasten dann. Und so sieht unser Platz jetzt aus. Wir müssen das Ganze natürlich jetzt noch mit Pflanzen und Zäunen und sowas abschirmen und so ein bisschen gestalten. Und genau das werden wir jetzt tun. Und auch dafür werde ich wieder relativ viel copy-pasten. Ich bin aber auch ehrlich gesagt ein bisschen faul, weil es einfach die Beta ist und all diese Speicherstände halt verloren gehen. Kann man, denke ich, auch ein bisschen nachvollziehen, dass man da nicht so mega viel Arbeit und sowas da reinstecken will, gerade in solche Sachen. Weil, wie gesagt, der Zoo oder alles, was ich jetzt hier baue, wird ja sowieso dann nach der Beta leider wieder verschwunden sein. Deswegen habe ich jetzt einfach die Deko und die Pflanzen am Fluss einfach kopiert von ein Stück weiter. Ist, denke ich mal, auch gar nicht so schlimm hier. In die Mitte zwischen die Läden habe ich jetzt erstmal so einen Baum platziert, aber das werde ich nachher alles noch so ein bisschen ändern, werdet ihr nachher noch sehen. Ich ändere jetzt hier nochmal die Wegfarbe, weil die mir noch nicht so richtig gefallen hat. Habe das Ganze in so einem Holzton angepasst, das fand ich eigentlich ein bisschen schöner und habe dann angefangen, im Afrika-Bereich an sich so ein paar Palmen und andere Pflanzen zu platzieren. Hab dann versucht, mit Pflanzen schon mal so ein bisschen die Zwischenräume und sowas zu verdecken. Dachte mir dann so, warum macht man da nicht eigentlich einen Zaun hin? Und fand ich eigentlich ganz schön zwischen den Geschäften. Und hier seht ihr, jetzt habe ich den Baum wieder entfernt und habe auch hier erstmal einen schönen Zaun von Geschäft zu Geschäft gezogen. Auch hier kommen dann nochmal ein paar Palmen zwischen und so ein bisschen anderes Grünzeug zur Deko halt. Hab dann noch so gedacht, irgendwie muss das alles noch ein bisschen mehr abgeschirmt werden. Hab eine passende Pflanze rausgesucht, nämlich dieses Schilf hier und habe damit nochmal so einen richtig schönen Sichtschutz geschaffen. Ich finde, dadurch wirkt der Bereich wirklich nochmal wie so ein eigener Bereich, weil man den Hintergrund halt nicht mehr wirklich sehen kann und nicht mehr wirklich aus diesem Bereich rausgucken kann. Also das Schilf hilft schon ungemein, finde ich sehr, sehr gut. Gerade wenn man Themenbereiche hat und dann im Hintergrund irgendwie ein anderes Thema oder sowas sieht, dann macht das natürlich das Thema, in dem man gerade steckt oder den Themenbereich, in dem man gerade sich befindet, so ein bisschen kaputt, logischerweise, ne? Hier in die Mitte habe ich mich dann nochmal für diese richtig schönen orangenen Bäume einfach entschieden. Ich hätte auch noch irgendwie einen coolen Springbrunnen machen können, eine cooles Löwenskulptur oder sowas, aber ich habe einfach schon lang genug jetzt an diesem Bereich gesessen und ich wollte zu einem Abschluss kommen und deswegen war einfach Bäume so ein bisschen die einfachste und schnellste Lösung für mich. Ich habe dann auch noch rundum so ein paar Kleinigkeiten und Feinheiten gemacht, den Bereich nochmal an anderen Stellen und sowas mit dem Schilf halt abgesteckt und das alles verborgen, die Sicht so ein bisschen. Ihr seht schon, das Schilf macht echt viel aus, ne? Also ich finde, das hilft schon ungemein, dass so dieses Afrika-Feeling nicht verloren geht. In der Mitte war man dann mir der andere Baum doch so ein bisschen zu groß, habe dann einfach dreimal diesen orangenen Baum platziert. Ich denke, damit kann man nicht viel verkehrt machen. Ansonsten habe ich noch so ein paar Bänke, Mülltonnen, nochmal so eine Anzeige, was für ein Tier sich in dem Gehege befindet und sowas platziert. Aber ich würde sagen, das überspringen wir jetzt einfach, weil die Folge ist schon sehr, sehr lang und eine Sache, die bauen wir jetzt noch gemeinsam. Und auch diese Sache beschleunige ich jetzt mal für euch enorm, weil für ein Speedbuild über 20 Minuten, das ist einfach schon sehr, sehr lange. Aber ich habe auch sehr viel gebaut und ausprobiert und sowas, deswegen ist das hoffentlich nicht allzu schlimm, dass die Folge so lange geht. Ich habe einfach den Steg hinter dem Gehege so ein bisschen ausgebaut, so eine kleine Fläche gebaut, dass die Leute sozusagen von dem Steg nochmal runtergucken können. Und auf diesen Steg habe ich dann auch nochmal einen Getränke- und einen Essensladen platziert, soweit. Habe den nochmal mit Holz so ein bisschen abgedeckt unten und mit Baumstammstützen abgestützt. Dann habe ich selber so einen kleinen Zaun gebaut, weil einfach die anderen Zäune, die es schon fertig gab, von der Größe halt nicht gepasst haben. Und wenn man selber sich so einen Zaun baut, ist ja relativ simpel aus zwei Balken, zwei Brettern, kann man den halt
von der Größe so anpassen, wie man es denn gerne hätte. Dann kann man auch noch die Farbe und so anpassen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Seht ihr jetzt hier gerade, wie ich das mache? Einfach so ein helles Braun und ein dunkles Braun. Und dann ziehe ich einmal den Zaun hier an den Stellen entlang, wo ich jetzt keinen Zaun habe. Den ganzen Prozess habe ich dann wirklich an all den Stellen gemacht, wo man runterfallen könnte und wo noch kein Zaun vorhanden war. Weil ich habe halt nicht überall alles abgezäunt, weil das teilweise an den Stellen etwas doof aussah. Und in der Mitte, seht ihr bei dem Platz, hatte ich noch so eine kleine Lücke. Und das habe ich also einfach so gelöst, indem ich da so ein kleines, ja, Blumenbeet mir selbst zusammengebaut habe. Dafür habe ich das Ganze einmal mit Holz rundherum abgesteckt. Und dann natürlich einfach erstmal etwas Erde rein, damit man von der Lücke nichts mehr sieht. Und dann kommen ein paar bunt gemischte Blumen einfach rein. Ein paar grüne Blätter dürfen auch nicht fehlen. Und zu guter Letzt ein schöner Baum. Ich habe erst überlegt, ob ich diesen Asia-Baum nehmen soll, aber habe mich dann doch für den Baum entschieden, den ich auch unten bei unserem Platz schon hatte. Dann zum Abschluss noch ein paar Bänke und Sonnenschirme und Mülleimer für die Gäste, damit sie auch in Ruhe da oben entspannen können und essen können und solche Sachen halt, ne? Und damit war unser Afrika-Bereich fertig. Falls euch diese heute doch relativ lange Folge für ein Speedbuild gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dann dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Ooh.